Nyaka Sururu Mboro hat es seiner Großmutter versprochen. 40 Jahre ist das jetzt her. Er hat versprochen, den Schädel des Häuptlings zu finden. Ausdrücklich war ich beauftragt, dass ich zurück mit dem Häuptling Kopf zurückbringe. Mboro kommt aus Tansania. Den Schädel, den er zurückbringen soll, haben deutsche Kolonialtruppen einst dem Anführer seiner Volksgruppe abgeschlagen und nach Berlin gebracht. In Kisten verpackt wurden damals massenweise Köpfe und andere menschliche Körperteile nach Deutschland geschickt. Für sogenannte rassekundliche Untersuchungen. Kaum jemand hat sich daran gestört. Vor 8 Jahren hat Fakt aufgedeckt, dass dieses makabre koloniale Erbe noch immer in deutschen Archiven lagert. Damals fanden wir Dutzende Schädel aus dem heutigen Namibia. Und schon damals hatten wir Hinweise, dass es in Deutschland noch viel mehr Gebeine geben muss. Jetzt fanden wir eine neue Spur. Sie führt in die ehemalige Kolonie Ostafrika, heute Tansania. Hier wüteten die Deutschen nicht minder grausam, bis zu 2 Millionen Tote in 30 Jahren. Kolonialforscher wie der Hamburger Professor Jürgen Zimmerer vermuten schon länger, dass auch aus Deutsch-Ostafrika Schädel und Knochen noch immer in Deutschland lagern. Teilweise verliert sich die Spur, teilweise ist die auch nicht offengelegt. Also wir reden von Zahlen, die in Tausende gehen und die irgendwo abgeblieben sein müssen. Tausende Schädel. Wir wollen sie finden und stoßen auf einen ersten Hinweis. Diese Bilder kennen bislang nur wenige Insider. Sie zeigen komplette Köpfe, die vor 100 Jahren Menschen in Tansania abgeschlagen wurden. Es ist der Beweis dafür, dass tatsächlich aus Deutsch-Ostafrika menschliche Überreste nach Deutschland kamen. Auf den Fotos finden wir auch einen Hinweis, wohin? In die Sammlung der Königlichen Anatomie zu Berlin. Diese gehörte bis vor wenigen Jahren zur Charité. Nach langen Recherchen stoßen wir auf diese Liste. Aus ihr gehen die aktuellen Bestände hervor. 60 Köpfe. Darunter 10 Köpfe von Kindern. Noch immer liegen sie in Berlin. Doch wenn die Vermutung des Professors richtig ist, kann das nur der Anfang sein. Aber wo sind die anderen? Christian Kopp sucht seit Jahren nach menschlichen Überresten aus der Kolonialzeit. In mühevoller Kleinarbeit hat er zig Berichte über die Expeditionsreisen in die Region durchgesehen. Mit ihm versuchen wir, die Geschichte der deutschen Knochenjäger zu rekonstruieren. Und tatsächlich. Im November 1907 kam es zu einer riesigen Sammelaktion. Im Rahmen dieser Expedition des Herzogs von Mecklenburg gibt es solche Vorfälle, dass in einem Dorf, in Dörfern tatsächlich Hunderte von Schädeln, an einer Stelle 200, von Kindern gebracht werden und verkauft werden, dieser Expeditionsleitung. Und ganz offensichtlich gegen den Willen der Bewohner des Dorfes, die eben nicht zusehen wollten oder zusehen mussten, wie ihre Ahnen verkauft werden, ja, die Gebeine ihrer Ahnen. Das heißt, die Kinder wurden missbraucht eigentlich, weil sonst hätten sie diese Schädel nicht finden können wahrscheinlich. Ohne die Kinder hätten sie die nicht bekommen. Genau, sie waren angewiesen auf Leute, Kinder oder andere, die quasi nicht im Sinne der Gemeinschaft gehandelt haben oder für Geld. Wir versuchen, die Expedition zu lokalisieren. Es ist das Gebiet östlich des Kivu-Sees. Die Masse der Schädel müsste also aus dem heutigen Ruanda stammen. Wieder stöbern wir in Archivlisten. Und tatsächlich, auf einmal tauchen Hunderte von Schädeln auf. Insgesamt 1003 Köpfe, die noch immer in Berlin liegen. Und zwar hier, versteckt tief in einem Wald am Rande der Hauptstadt. Hier ist das Zentraldepot in Berlin-Friedrichshagen. Und in diesem Depot, in diesen riesen Gebäuden dort hinten, sollen die 1003 Köpfe aus Ruanda und die 60 Köpfe aus Tansania liegen. Wir kommen leider nicht rein. Uns wurde gesagt, eventuell in ein paar Wochen. Aber es ist alles Hochsicherheitsgebiet hier. Mehrere Zäune, Wachschutz. Das Depot gehört zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Wir möchten von ihrem Präsidenten wissen, warum die Schädel noch immer hier lagern. Nach unseren Recherchen liegen in ihren Depots in Friedrichshagen noch immer 1003 Schädel zum Beispiel aus Ruanda und 60 Schädel aus Tansania, auch 10 Kinderköpfe. Wie rechtfertigen Sie das? Nun, die Anwesenheit muss man nicht rechtfertigen, das ist Teil der deutschen Geschichte. Wir haben jetzt gerade einen Antrag gestellt auf ein Forschungsprojekt, um die ganzen Schädel aus Deutsch-Ostafrika zu erforschen, auf ihre Provenienz. Und wir haben da gar kein Problem, diese Dinge zurückzugeben. Diese Dinge, schlicht und ergreifend, wollen wir in unseren Sammlungen nicht haben, weil sie mit einem Wissenschaftsverständnis behaftet sind, verbunden sind, was nicht unseres ist.
Heidemarie Wieczorek-Zeul war das erste Mitglied einer Bundesregierung, das sich für die Kolonialgräuel entschuldigt hat. Nach unserem Schädelfund sieht sie Handlungsbedarf. Ist unerträglich. Und vor allen Dingen ist es unerträglich, dass es so lange braucht. Mein Gott, das ist über 100 Jahre her. Es braucht eigentlich jetzt den Auftrag wirklich an die beteiligten Universitäten oder auch Institutionen, in der Form, in der würdevollen Form, diese Gebeine, die sterblichen Überreste in die jeweiligen Länder wieder zurückzuführen. Wir legen die Listen auch dem ruandischen Botschafter vor. Er ist entsetzt. Das ist zum ersten Mal, dass ich sowas höre, dass man hier Schädel hat von Ruanda. 1003 Schädel, das ist schon eine Menge. Wichtig wäre, dass die erstens von Kellern hier einfach rauskommen und erstmal, dass die auch zurück nach Ruanda kehren. Nyanka Sururu Mboro hofft nun, dass er das Versprechen, welches er seiner Großmutter gegeben hat, doch noch erfüllen kann.